Heute zeige ich euch, was ich die letzten Tage so gegessen habe, was ich gepflückt und gemixt habe und getrunken habe. Ja, es war ganz viel Grünzeug, ganz viel Gemüse, so wie immer. Nicht ganz vegan. Irgendwie hatte ich die letzte Zeit Lust auf Garnelen und auch ein bisschen Käse, aber das werdet ihr gleich sehen. Und ich hoffe, ich kann euch so ein bisschen inspirieren und zeigen, wie man sich auf schnelle Weise gesund ernähren kann, auch wenn man nicht viel Zeit hat. Ist es oft möglich, sich trotzdem etwas gesünder zu ernähren. Hier haben wir zum Beispiel Couscous. Ich zeige euch erstmal die Bilder, bevor ich in die Videos reingehe. Wenn ich für die Familie koche, versuche ich es dann für mich ein bisschen gesünder zu gestalten und gebe dann immer so ein bisschen Gemüse rein. Ich liebe es deftig, wie ihr seht, jetzt hier Linseneintopf. Aber was man nicht vergessen sollte, wer mag, trainieren, um die Muskeln aufzubauen. Wir wollen keine Muskelberge, aber dass der Körper fit und straff bleibt. Deswegen das Training nicht vergessen. Wir starten sofort. Hier habe ich mir heute einen Saft gemacht aus Brennnesseln. Die kann man sehr schön auch draußen pflücken. Die wachsen sehr hoch, da pullern also keine Hunde hin. Von oben immer nur die Spitzen abschneiden und dann mit ein bisschen Apfel, den kann man, Äpfel gibt es mittlerweile auch überall, pflücken. In einem Park, ich war letztens irgendwo spazieren, da waren so süße, leckere Äpfel, kann man sehr schön entsaften. Dann gab es eine Gemüsepfanne und wenn es schnell gehen muss, einfach Tiefkühlgemüse raus. Alles, was ich da hatte, ab in die Pfanne. Um richtig satt zu werden, gibt es auch ein paar Kartoffelchen dazu. Ich hatte Bock auf Champignons, dann waren die auch noch mit dabei. Und die Garnelen. Nein, Champignons hatte ich dann doch nicht reingetan. Champignons. Geile Aussprache. Da war ich zu faul. Ich habe die erstmal rausgeholt, dann doch nicht mit reingegeben. Ihr seht ganz einfach nur das Tiefgekühlte. Ein bisschen Quinoa noch dazu. Die Kartoffeln habe ich erstmal im Wasser gekocht, dann nochmal mit reingegeben. Das Wichtigste ist immer gut würzen. Olivenöl, schwarzer Pfeffer. Ich gebe ein bisschen Chilipulver. Ich habe noch den Quinoa dazu gegeben. Und so eine Pfanne reicht mir meistens 2 Tage. Brauche ich also am nächsten Tag nichts mehr zu kochen. Hier gab es ganz, ganz leckere Feigen. Oh, die sind so süß und so lecker aus dem Garten. Rucola und Portulak, auch aus dem Garten, nicht aus meinem, aber von einer guten, lieben Nachbarin. So köstlich, sage ich euch, mit Tomaten und so weiter. Folgt mir auf Instagram, wenn du es noch nicht tust. Da zeige ich dir mal, was ich so esse. Hier hatte ich eine Brokkoli-Pfanne, auch sehr, sehr lecker. Einfach nur das Gemüse und das war's. Hier gibt es einen Kokosjoghurt mit Leinsamen und Apfel und Banane. Wenn ich etwas Süßes möchte. Ein bisschen Vanille dazu. Dann Couscous. Die Familie liebt Couscous und ich mag es nicht so gern, aber mit ganz viel Gemüse drin. Ich mache da noch Essig rein, dann wird es so schön sauer. Und tiefgefrorenen Kräutern schmeckt es gut und macht richtig satt und hält mich auch meistens 2 Tage. Wenn ich was zum Knabbern möchte, nehme ich mir in letzter Zeit immer Karotten. Hier gab es wieder mal Brennnesseln aus dem Garten, aber heute als Smoothie, Suppe, ja eher Smoothie. Da waren jetzt noch Äpfel mit dabei, Kurkuma, Ingwer. Ich gebe dann immer Wasser, ich gebe keine Milch rein, sondern nur Wasser, also keine Hafermilch oder so. Schön mixen, dann haben wir hier so eine dicke Flüssigkeit und die macht auch satter als ein Saft. Also ab und zu gibt es auch, das ist jetzt eher kein Smoothie, sondern eher eine Smoothie Bowl wahrscheinlich, würde man sagen. Hier gibt es wieder einen Blumenkohleintopf. Das ist ja Blumenkohlzeit. Da nehme ich einfach das Gemüse, was ich da habe. Tomaten, Zwiebeln, Peperoni, Lauchzwiebeln und den Blumenkohl klein schneiden. Ein bisschen anbraten. Ich mache auch oft etwas Hafersahne rein. Und fertig. Hier habe ich wieder geguckt, was habe ich da für ein Gemüse. Also gibt es heute einen Linseneintopf. Ganz einfach Tomatenmark rein, dick würzen, Knoblauch und Zwiebeln rein. Fertig. Tiefgekühlte Erbsen und fertig. Hier haben wir wieder einen Portulak-Salat, den gab es auch die letzte Zeit sehr, sehr oft. Schmeckt sehr gut, hier passend auch zu dem Eintopf. Dieses Rezept muss ich euch zeigen, das ist so lecker. Das ist ein Eis, das ist ein Kürbiseis, Hokkaido, mit Zimt, Nelken, Vanille gebe ich auch nochmal ein bisschen rein, Datteln. Ich koche den Kürbis weich, dann gebe ich ihn mit 3 Datteln und ein bisschen, ich habe hier so noch Eiweißpulver, ab in den Mixer rein. Tiefgefrorene Banane dazu. Die Datteln sind auch tiefgefroren. Ich schneide die auf und hole die Kerne raus. Das sind wir schon beim nächsten. Und das ist so ein leckeres Eis, Leute. Ich sag's euch, so lecker. An dem Tag gab es Kichererbsennudeln mit Gemüse. Ich empfehle aber keine Kichererbsennudeln. Kann ich euch in einem anderen Video mal erklären. Hier zeige ich nochmal ein bisschen was vom Training. Zum Thema Training, wenn wir Muskeln aufbauen, da habe ich ja verschiedene Videos ja auch nochmal gemacht wegen Ernährung. Ist es wichtig, dass wir auch auf das Eiweiß achten, dass die Muskeln überhaupt wachsen können, dass sie überhaupt Nahrung bekommen. Deshalb nehme ich auch hier und da mal Eiweißpulver. Hier gab es einen
Ach so, genau, das war ein Kürbis. Das war ein Kürbis, ein überbackener Kürbis mit Linsen und das Gemüse, was ich gerade da hatte. Und an dem Tag hatte ich so Bock auf Käse, da gab es auch noch Käse dazu. Das war so lecker, dass sogar die Familie mitgegessen hat. Und die meinten, ey Mama, das musst du öfters machen. Da war noch ein bisschen Hafersahne drin in dem Gemüse. Hier haben wir Blumenkohl mit Linsen und Gemüse. Sieht aus, ja, ein bisschen zermatscht. Und das war's auch schon. Wenn ihr mehr solche Videos haben möchtet, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, kommentiert gerne unten. Und ja, ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag.